doch mal bitte ein kurzes Lebenszeichen von dir. Damit ich einfach nur weiß, dass es dir gut geht. Ich kann die ganze Zeit an nichts anderes denken als an dich. Wie soll ich mich jemals wieder vor jemandem ausziehen? Hey Oskar, sorry, dass ich gestern so schnell weg musste. Hast du vielleicht Lust, heute was zu machen? Bin im Kühn und würde mich sehr freuen, dich zu sehen. Soll ich die Nachricht wirklich abschicken? Ich weiß nicht. Was haben wir denn da? Was soll Oskar? Die Scheiße? Es Oskar? Ist nicht dein Handy, oder? Also gib's mir einfach wieder. Also ich wusste ja, dass Oskar Testosteron geladen ist und immer Bock hat. Aber ich hätte nicht gedacht, dass er sich jetzt Streberin raussucht. Aber du bist ja einfach zu haben, ne? Gib mir einfach mein Handy wieder. Was ist eigentlich dein scheiß Problem, hä? Okay? Was hab ich dir getan? Du bist eine Streberin und vor denen habe ich einfach keinen Respekt, okay? Hey! Was soll das? Gib mir das Handy her! Hä? Das ist von Cleo, gib mir das Handy her! Und verpiss dich jetzt, ihr beide, los! Was seid ihr denn für Gauner, ey? Raus jetzt hier! Wie konnte ich nur so dumm sein, zu glauben, dass alles vorbei ist, nur weil Larissa weg ist? Das wird niemals aufhören. Ich werde immer das dumme Opfer bleiben und ich halte das einfach nicht mehr aus. Ja. Yeah. Cleo, ich bitte dir gerne meine Hilfe an. Oh, danke schön. Also. Alles gut, echt. Was ist los? Alles gut? Okay, ich gehe dann weiterarbeiten. Danke. Shit, ich wollte Oskar die Nachricht doch gar nicht schicken. Oh, ich bin so dämlich. Sam, ist alles aus dem vom Tablett runtergefallen? Sie? Ja, ich habe mir die Torte ins Gesicht gehauen. Da war sie richtig angepisst. Ja, die ist richtig an die Decke gegangen, also. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch nur der Schreck am Morgen, aber ich fand schon echt. Ich hab sie nur schlecht geträumt. Ja, keine Ahnung. Ich weiß halt aus der Personalakte vom Kühn, wann sie Geburtstag hat. Und ich dachte, sie freut sich, aber ja, Pustekuchen. Sie war richtig angepisst, aber. Willst du legen? Ah. Ah. Was schreibt denn da? Hä? Papa, sei doch nicht mehr so neugierig, hä? Hey, Oskar. Hey. Justin hat was? Was für ein Arschloch. Er kann froh sein, dass ich nicht dabei gewesen bin. Ich hätte den lang gemacht. Bleib, wo du bist, okay? Ich komm dahin. Ich beeil mich. Bis gleich, ciao. Krass. Sag mal, kann ich dir irgendwie helfen? Du hattest doch mal diesen krassen Picknickkorb, weißt du noch? Den man so mit diesen beiden festen Verschlüssen ans Fahrrad dran klemmen konnte. Ja. Der hielt immer richtig gut. Und den könnte ich jetzt echt dringend gebrauchen. Hast du einen Plan, wo der ist? Ja, also hier kannst du lange suchen, der ist im Keller. Da liegt auch direkt eine Picknickdecke neben, kannst du auch mitnehmen, falls du die brauchst. Ich check das ab. Komm. Wofür dekorierst du so schön? Samantha hat Geburtstag. Warte mal, unsere Samantha? Ja, die Kleine. Mhm. Unsere. Shit, das wusste ich gar nicht. Oh Mann. Ich mache mal eben eine Memo. Willst du mit mir singen? Vielleicht? Okay. Warum nicht? Was denn? Einfach Happy Birthday? Mhm. Und das deutsche Klassische? Ja. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, liebe Samantha. Happy birthday to you.
Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sind auch manchmal bei. Happy Birthday, Samantha. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Hab einen schönen Tag und feier schön. Happy Birthday. Oh Mann. Danke. Möchtest du noch einen Kakao? Nee, danke dir. Oscar holt mich jetzt gleich ab. Oh, also, wow, schön. Ja. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Hab einen schönen Tag und feier schön. Happy Birthday. Okay, wenn Cleo über ihren Schatten springen kann, kann ich es auch. Vielleicht sollte ich mich doch bei Sam und Mike entschuldigen. Ich gebe meinen Geburtstag einfach noch eine zweite Chance. Und wer weiß, vielleicht haben sogar die Mädels Zeit. So, wie sieht das hier aus mit dem Aufschnitt? Der Käse wälzt sich. Samantha tut auch nicht so, als würde die in der nächsten Zeit aus dem Bad rauskommen. Ich darf doch mal, oder? Brötchen sind bestimmt auch noch ein paar über. Und die Torte. Die Torte darf nicht schlecht werden, Leute. Ich darf kurz? Klar. Mein Gott, was muss Liebe schön sein. Ja, voll. Ich wäre auch total gerne mal wieder verliebt. Beruhigt euch mal, beruhigt euch mal. Liebe, Cleo ist eine sehr gute Freundin von mir, ja? Mhm. Und naja, wenn es Freunden schlecht geht, dann ist man für die da. Oder vertue ich mich hier? Das geht nicht gut. Ist doch schön. Irgendwie habe ich ganz... Bodenwelle, sorry. Geht das, geht das? Ach ja. Das hier sieht aus wie ein Spot, wie für uns gemacht. Boah. Ey, ich hatte zwischendurch echt Angst, dass ich das nicht überlebe, ne? Ich bin bepackt wie ein Esel. Hast du aber echt gut gemacht. Ich finde, ich fahre auch, als hätte ich das Rad selbst erfunden, oder? Ja, auf jeden Fall. So. Dann wollen wir mal. Hey, das ist richtig schön hier. Hätte ich nicht gedacht. Vor allem haben wir auch richtig Glück mit dem Wetter. Pass auf. Schade, dass sie keine Badesachen mit hat, sonst könnten wir auch in den See gehen. Hä? Du willst doch wohl Unterwäsche anhaben, oder? Und zur Not gehen wir einfach nackt ins Wasser. Hättest du wohl gerne, ne? Ja, warum denn nicht? So, wir müssen alles direkt auf die Decke stellen, damit die uns nicht wegfliegt. Soll ich dir helfen? Ach, ich komm klar. Ist das Dosenravioli? Steht doch drauf. Dein Ernst? Hast du vielleicht auch irgendwie noch einen Campingkocher mitgenommen oder so? Nee, das jetzt nicht, aber hier ist noch so eine Duftkerze. Die riecht auch ganz toll. Das ist nicht dein Ernst, oder? Ja, wer weiß, wenn wir das so hinstellen, können wir vielleicht die Dosenravioli da drauf irgendwie erhitzen? Ey, Oscar, du hast so hart einen an der Klatsche, ne? Das ist nicht dein Ernst. Tja. Naja. Aber irgendwie auch ganz süß, wie du das alles organisiert hast. Ich mache alles für dich. Hauptsache, dir geht's rundum gut. Hast du Bock auf Nachtisch? Also wirklich essbaren Nachtisch? Boah, ich bin eigentlich noch mega voll vom Essen gerade. Also ja. Also eigentlich nein. Sehr gut. Was hast du denn dabei? Torte? Samanthas Geburtstagstorte. Hm. Riech mal. Schoki, geil. Sehr geil. Schon lecker. Tastet? Ich habe doch gerade gesagt, ich will nicht. Ich habe keinen Hunger. Dann probier. Schwing ich mich auch zu allem, ne? Ja, was denn? Ja, schon ganz lecker. Guckst du mal. Mehr? Mhm. Ja, danke. Sollen wir dann wenigstens ein Bild schicken und uns einmal für die Torte bedanken? Würde ich sagen. Mit der Torte? Natürlich mit der Torte. Und dazu schreiben wir sowas wie: Samantha, danke für deine Torte. Ich hoffe, du lässt dich noch richtig hart feiern. Aber das mache ich gleich. Mhm. Willst du? Später. Ich wollte auch noch mal mit dir reden. Also, ich weiß, ich habe schon gestern Abend gesagt, aber ich wollte mich noch mal bei dir bedanken. Dass du die ganze Zeit so für mich da warst und dass du die ganze Zeit an meiner Seite warst und so ein toller Freund warst. Cleo, ich hab's so gern gemacht. Für dich würde ich einfach alles tun.
Hey, was machst du? Siehst du doch. Was ist dein Plan? Nein! Auf gar keinen Fall! Auf gar keinen Fall! Ich fand den Tag heute richtig schön. Es war eine richtig gute Idee von dir. Vor allem so wie der Tag angefangen hat heute Morgen im Kühn, als ich noch heulend auf dem Klo saß, wegen Justin mich versteckt habe. Hätte ich nicht gedacht, dass es noch so cool wird. Geht mir genauso. Ich bin auch echt verdammt froh, dass du dich bei mir gemeldet hast. Ich glaube, ich alleine, ich hätte mich nicht getraut, mich bei dir zu melden. Du. Du hättest dich nicht getraut, dich bei mir zu melden. Seit wann bist du so schüchtern, hä? Naja, bei dir bin ich das halt. Schließlich ist ja schon mal schief gegangen. Mit uns, aber ey, ist ja auch egal. Ist Vergangenheit. Ja. Willst du das nasse Kleid nicht mal langsam ausziehen? Nee. Ich hab gar keine Wechselsachen mit und... Ja, nee. Also, ich hab extra Handtücher eingepackt. Und so ziehst du einfach meine Sweaterjacke an. Alles gut, wie gesagt, mir ist nicht kalt. Hey, komm, ich hab doch extra Wechselklamotten mitgenommen. Alter, kannst du es vielleicht mal lassen? Wenn ich sage nein, dann meine ich auch nein. Weißt du was? Ich hab keinen Bock mehr. Ich gehe. Ey, Cleo, das alleine, war doch. Ich fahr mit dem Bus nach Hause. Ey, so war's doch gar nicht gemeint. Jetzt warte mal bitte. Nicht. Cleo. Scheiße, ich schäme mich einfach so sehr für meine Ritzerei. Was soll Oskar jetzt bitte denken? Sie einfach nach oben gegangen. Du lässt nichts von dir sehen. Ich höre nichts von dir. Alles gut. Ich bin einfach nur müde vom Tag. Und ich glaube, ich habe einen Sonnenstich. Deshalb würde ich jetzt gerne direkt einfach schlafen. Dann schlaf schön, okay? Du auch. Hab dich lieb, Mami. Hab dich auch lieb. Bis morgen. Bis morgen. Ich meinte das eben nicht so. Ich wollte dich nicht zum Sex drängen. Wirklich nicht. Ich habe mir einfach mega Sorgen um dich gemacht. Die mache ich mir jetzt immer noch. Gib doch mal bitte ein kurzes Lebenszeichen von dir. Damit ich einfach nur weiß, dass es dir gut geht. Ich kann die ganze Zeit an nichts anderes denken als an dich. Ich bin so ein kaputter Mensch. Ich werde doch nie wieder normal leben, geschweige denn jemanden lieben können. Wie soll ich mich jemals wieder vor jemanden ausziehen? Los, entspann dich mal. Komm her, was? Ich bin schwanger. Ich glaube. Ich denke. Hier. Diese Tests sind zu 99,9999% sicher eigentlich. Aber wir machen das einfach so. Du machst nochmal einen Test. Und wenn es sich beruhigt, mache ich auch nochmal einen. Dann siehst du, dass wir beide zu 99,999% nicht schwanger sind. Und dann ist alles gut. Dann trinken wir darauf ein und dann ist das Thema erledigt. Okay? Der ist positiv.